Los geht's. Außer wir werden jetzt invaded, which is still a possibility. Let's be honest here. Außer wir werden jetzt invaded, und wir können zweimal pro Tag invaded werden, sollte das hier der Run sein. Sage ich. Ich als der Idiot. Aber versuchen wir es. Wir wissen alle, dass wir invaded werden. Das Spiel wird uns immer invaden wollen, weil es zu viele Leute gibt, die Invader spielen wollen, aber nicht genügend Leute auf der Story gibt, die sich invaden lassen können. Und wenn ich invaded werde, dann immer von Leuten mit fucking Kartoffel-PCs, die dann anfangen, in 3 FPS durch die Gegend zu laggen. Eine Kartoffel, die an Bambusstab steckt ist, als Internet. No, I'm not furiated. What do you mean? Dickheads. Julieta ist on the hunt. Yikes. Don't need it. You know? Nun, jetzt werden Sachen interessant. Jetzt haben wir nämlich einen Invader an unserem Arsch. Aber nicht vergessen, der Invader weiß genauso wenig, wo wir sind, wie alle anderen Leute in diesem Game. Solange uns kein NPC sieht, weiß der Invader auch nicht, wo wir sind. Ich habe ein Achievement bekommen. Juliana redet? Was?
Juliana kann jetzt aber nicht einfach hier rein, oder? Well, not smooth. I see the bad one! Das Mädel hat, wenn sie ihre Powers aktiv hat, way more life than I want to. Und der Invader weiß, wo wir sind. So take your guess, who finds us first? Dass Juliana hier ist, macht natürlich Sachen interessant. Einer weg. Sechs to go. Jetzt muss ich erstmal finden, wo das Feuerwerk-Ding war. Weil das habe ich ehrlich gesagt komplett vergessen. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr so hundertprozentig, wo es ist. Fuck, warum habe ich das gemacht? Sie sieht das, wenn ich mich verunsichtbar mache. Ich weiß, wie das unsichtbar machen für sie aussieht. Das ist eine ziemlich helle türkise Wolke, wenn ich mich unsichtbar mache oder aufhöre mit unsichtbar machen. So, not very sneaky. Wenn du einmal unsichtbar bist, ja dann bist du sneaky, aber bis dahin nicht sneaky. Ist eins der Fenster offen? Nein. Ich glaube nicht, dass sie uns gesehen hat. Nein, das war Juliana. Eventuell hat sie uns doch gesehen, weil sie hat uns gerade alarmiert. Da! The rain flops. Ich hoffe, der Invader ist komplett verwirrt. Wenn der Invader verwirrt ist, worth it. Ich warte nicht mehr drauf, dass ich gleich einen Headshot von irgendwo bekomme. Ich habe nicht die Headshot Protection drauf, merkt euch das. Scheiße, ich muss die Flagge noch, also ich muss meinen Ausgang noch anlocken. Ich hoffe, der Invader hat einfach bald die Schnauze voll und geht. Das ist, worauf ich gerade hoffe.
good. Es war nicht rot. Sie hat mich nicht gesehen. Sie hat mich gesehen. Sie hat auch Havoc drin, ne? Nicht hilfreich. Sie hat halt Havoc voll ausgerüstet drinne. Also es gibt nahezu nichts, was ich dagegen machen kann. Also Invaden ist echt nicht hilfreich hierfür. Ja, that's it. Sie hat den taktischen Vorteil, ich nicht. Wie unglaublich lange hält dieser Effekt von ihr? Das kann nicht wahr sein. Was tankt die weg? Wait. Das war der Originalname. Der Invader hat actually geleftet. Das war ein NPC. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der NPC mehr Leben hat, oder? Oder beziehungsweise unendlich Power. Will ich mein Loadout darauf ändern? Ja. Greatly reduces damage taken. Maximum health is greatly increased. Maximum power is increased. Brauche ich Double Jump? Ja, ich brauche Double Jump. Sniper. Nobody needs a sniper. Wenn das Ding durch ist, ist das Ding durch. Marked for death. Anvisieren, draufhauen. Oder macht irgendwas anderes Sinn? Kleine Muni, Shotgun Muni, große Muni. Macht irgendwas anderes bei großer Muni Sinn? Nee, nicht wirklich. Du explodierst, oder? Ah, nobody cares. Habe ich noch eine bigger Box? Ja, in dem Ding. Suppress, suppress. Gut, dann reicht das auch. Habe ich noch ein anderes Straight Shooter? Ja, auf dem Ding. Suppress, suppress. Enemies suffer damage and severe power loss. You know, actually, no power for the invader. Pretty good. Okay. Es ist das eine eingetreten, was ich gesagt habe. Also, let's go. Es ist der Run. Also, wir werden wieder invaded. Ich möchte anmerken, ich finde die Mechanik toll. Aber es passiert jedes Mal. Jedes Mal. Und der Grund dafür ist einfach zu verstehen, weil viele Leute machen Matchmaking, nicht genügend Leute machen Story. Sollte ich jetzt noch einmal invaded werden, breche ich Sin Run sofort ab, gehe in die Option und schalte Invasions aus. Ich mach's nicht gerne, es ist eine tolle Spielmechanik, es nervt. And don't forget, the moment it makes you not have fun anymore, it is not a game. Ich liebe und hasse diese Waffe gleichzeitig.
Stay still. I have other things to do, you know. Important things. But you fucking shoot already? Trying to get high over. Basically. Yo, mein Leben ist wirklich increased. Like, holy shit. Gut. Ich habe euch gewarnt. Kein Bock mehr. Weißt du, es wäre so einfach zu machen. Ein Loop mit Invasion, ein Loop ohne. Damit man wenigstens mal was schaffen kann. Wo schalte ich das aus? Ich hoffe, es gibt eine Option dafür. Ansonsten... Oh. Hm. Okay, es gibt keine Option dafür. Dann könnt ihr euch definitiv dafür einig sein, dass das hier eines der schwersten Punkte in meiner Kritik werden wird. Ich habe Outer Wilds 3 Punkte abgezogen, weil es eine Logiklücke hatte. Eine. Eine einzige. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel ich in einem Spiel abziehe, was eine Singleplayer-Story hat mit Invasions, die man nicht abschalten kann und die jedes Mal passieren. Wisst ihr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich jetzt gleich nochmal invaded werde? Wisst ihr, wo hoch die Chance ist? Mal gucken, ob ich invaded werde, bevor ich bei Henrietta ankomme oder nicht. Weniger aufgeregt und ärgerlich sein, mehr in Ruhe spielen. Das könnte ich machen, das stimmt. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, das zu tun. Aber wenn Julietta jetzt nochmal kommt, wird sie einfach weggemäht. Also, das ist die eine Sache, die ich jetzt noch versuche, den Invader halt so schnell wie möglich zu eliminieren. Aber wenn die halt mit Havoc hat, gibt es nichts, was ich tun kann. Beziehungsweise die eine Julietta, die wir vorhin hatten, hatte ein ganz bestimmtes Havoc, dieses Bulwark. Sie bewegt sich mega langsam, hat aber einen konstanten Power Drain quasi. Und ansonsten wird nämlich eigentlich nur Power abgezogen, wenn du Schaden bekommst und halt langsam over time. Aber Bulwark ändert das halt. Tonight's show's gonna be a blast, Frank. Are you kidding me? What a shot! Go, hey!
ist da oben. Man kann relativ einfach den Invader heraushören, denn er sprintet. Das macht niemand sonst. Nice. Hello? Someone there! What? You have what? My attention. Someone there? Hello? Hello? Seht ihr das da? Das hat ein Spieler platziert. Hmm. What? What? Busted! You're doomed! Wollte mich sogar noch melee. Nimm es doch. Wir haben Juliana zwar gekillt, aber das heißt nicht, wir sind safe. Sie kann theoretisch noch einmal uns invaden kommen. In egal welcher Tageszeit. Und bei Nacht wäre katastrophal. Weil bei Nacht brauche ich die meiste Zeit. Ihr merkt, dass ich die Schnauze leicht voll habe davon. Oh shit! Komm, flieg jetzt. Leicht. Sehr. Spätestens seit dem Moment, wo der eine Cheater, und mittlerweile bin ich mir sehr safe, dass es ein Cheater war, wo der eine Cheater in mein Game gekommen ist, ich habe ihn gekillt, das Spiel hat mir gesagt, yo, alles klar, Juliana ist gekillt worden. Und danach habe ich ihn noch zwei weitere Male gekillt.
Und für alle, die es vergessen haben, nochmal eine ganz kurze Erinnerung. Reprise, also die Fähigkeit, die wir besitzen, dass wenn wir sterben, wiederbelebt werden, kann der Invader nicht besitzen. Wichtig! Die kann Juliana nicht haben. Genauso wie wir ihre Fähigkeit nicht haben können. Wir können halt Masquerade nicht verwenden. Das steht im Wiki. Okay? Okay. Harriet Morse ist tot und Frank auch. Also, er wird. Chuck Manigun. Interesting. Was ist das? Interesting. Sehr gut, actually, dass wir das da bekommen haben. Können wir es nämlich gleich auf die Waffe da draufhauen. Wo ist es? Da. Big Box. Big Boy. Gut. Carl's Bay, done. Next up, der Komplex. Wir machen sein Projekt sichtbar und deaktivieren, Moment, ich habe es mir hier auf eine Sticky Note geschrieben, und deaktivieren die Antenne A073 oder G342. Da bin ich mir bis heute nicht sicher, welche genau das war, deswegen werde ich einfach beide deaktivieren. Irgendeine von den beiden wird schon sein. Psst. I think the world can handle Charlie fucking Mon. Who am I kidding? You don't give a shit about what's out there. But you do. Think for a minute, okay? This is a mistake. At least I'm consistent. Neuer Dialog. Ich glaube, das Spiel hat verstanden, was wir tun werden. Was mir zu denken gibt, dass das mir irgendwie sagen wird, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Pfad. Legendaler. Wenn wir jetzt invaded werden. Was war das? Keine Ahnung. Wenn wir jetzt invaded werden, dann bring es hinter uns. Denn eine Invasion haben sie noch, diesen Loop über. Und ich hab das lieber jetzt, als noch hat. Ja, super. Manchmal verdrücke ich mich halt noch sehr häufig. Dass ich andere Spiele mit ähnlichen Controls spiele, macht es nicht besser. Aber das soll keine Ausrede sein. Aber naja, was willst du machen? Ich bin halt einfach kein Mensch, der sich 5 verschiedene Control-Schemes für fast ähnliche Steuerungen angewöhnen kann. Sorry. Are you serious? Good. Right. This guy. Okay, wo ist dieser Kasten? Prost. Da. Dude. Geh da rein. Kann nicht wahr sein. Euch suche ich. Hallo. Komm mal mit. Das hier ist noch nicht offen, ne? Doch, das ist offen. Warum konnte ich nicht den Eingang nehmen? Gegen Juliana ist der Revolver mit Gas zu empfehlen. Die Explosion killt sie meistens. Oh. Danke vielmals. Sollte dieser Run
der zweite, der Run, fehlschlagen, werde ich das in Betracht ziehen. Ich danke vielmals und einen wunderschönen guten Abend. Ach komm, stell's richtig hin, Junge. So. G324. G342, so. 4-2. Okay. Genau. Und das, wenn mein Plan stimmt, dürfte der einzige Grund gewesen sein, warum wir hier hingekommen sind. Für alle, die neu eingeschaltet haben, hier ist mein professioneller Plan, wie ich 7 Leute in einem Loop killen werde. Patent beantragt. Definitiv working. Übrigens, ich sitze auf der falschen Seite. Warum sagt mir das keiner? Ich habe die ganze Zeit noch meinen Middle Screen gecaptured, anstatt das Game. Stellt euch vor, ich hätte Hentai on screen gezeigt, which I always do, und ihr hättet das gesehen. That would be sad. Not for you. You like Hentai. Every one of you. Cult 1, sign 0. Uh-huh. See you at the party, Igor. Warum kommt die Animation erst jetzt? Harriet at Carl's Bay in the morning. Sabotage Frank's fireworks while I'm there. Then off to the complex to take care of Igor's experiment. In the afternoon, I pay the lovebirds a visit at their nest. Then crash the party and pay my respects to Igor, Wenji, and Alexis. Finally, the Raketo plan takes me to Juliana. Time to break this fucking loop. Warum kommt die Zusammenfassung erst jetzt? Das ist literally alles Wissen, was wir schon wussten. Ja, ich hoffe halt nur, dass der Invader sich jetzt nicht halt während der Party blicken lässt, weil dann werde ich shaky und nervös. Ich hätte ganz gerne, dass es jetzt... Gut, wir sehen halt das an, das hat beide. So. Aus Gründen meiner Navigationslosigkeit werden wir hier wahrscheinlich einmal sterben. Und zwar in dem Wasser... In dem Wasserding. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich bezweifle, dass mein Idiot Bird Brain auch nur ansatzweise rausfinden wird, während das Ding vollflutet. Kind of figured as much, and yeah, I know what that means. What do you think is going to happen when you break the loop? We're all going to get off this rock. I'm sorry, but no. We're all going to be dead. You don't know that. Maybe the anomaly collapses and kills us all. Maybe there's nothing left out there but empty space. Maybe the cult that walks out of the loop is one of those other jackasses you've already run into. Or maybe midnight ticks by and the 9 of us just stay. Life's dead. Full of maybes, Juliana. That's what makes it life. The odds. Always are. Interesting. Ich habe mich nämlich gefragt, wie das außerhalb des Loops sein wird. Für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben. Ich hatte schon einmal während des Playthroughs, wo wir herausgefunden haben, dass Cole schon einmal 17 Jahre in einem Loop drinne war, habe ich mich gefragt, ob wirklich nur für die Leute innerhalb des Loopes, also quasi lokal abgeschlossen, dieser Loop immer wieder neu startet und alles, was sich in diesem Loop befindet, zurückgesetzt wird und dann, ich nenne es jetzt mal, als Bubble sich bewegt und alles, was original daraus gekommen ist, selbst wenn es den Loop verlässt, während der Zeit, zurückgezogen wird. So habe ich mir das so ein bisschen erklärt. Davon ausgehend, dass das mit Blackreef dasselbe ist und Juliana irgendwann mal gesagt hat, dass sie nach 700 Jahren oder so ähnlich oder nach 300, irgendwie so, herausgefunden hat, wie Kompression funktioniert, frage ich mich, wie lange wir in diesem Loop schon waren. Und die natürlich wichtigere Frage, wie sieht's draußen aus? Und die noch wichtigere Frage, habe ich mir gemerkt, wo es hinging? Wir alle wissen die Antwort darauf. No, I don't.
Auf meinem Notizzettel steht Kassettenraum. Mal gucken, ob ich Kassettenraum finden werde. Ja, doch hier war das, ne? Genau, irgendwo an einem der Schlachten. Nicht Schlachten, Schluchten entlang. Genau. Steht nicht hier. 11:35:7:24. 11:35:7:24. Ich vertraue dem nicht. Ich gehe langsam runter. Weil wir werden einmal mit Absicht sterben. Oh, meint ihr, die Tür geht auf, wenn ich das Fluten aktiviere? Letztes Mal war Fia schon tot, als Montague dann hier hingehen wollte. Wo zum Fix sind die Controls? What a nice relation. Ich dachte, die bimbern hier drinne, aber das ist eher das Gegenteil von bimbern. Das macht ja nicht mal den stärksten Cock hart. Holy shit. Wo ist der Button zum Fluten? Leute, wo sind die Controls dafür? Die exakt andere Seite, oder? Ich habe mal eine interessante Frage. Wenn du den First Day gestartet hast und du warst komplett high am Abend, bist du dann quasi das da? Also 24/7 forever high? Imagine you done so big mistakes in your life that you have to feel them forever. An interesting concept, isn't it? Imagine consequences. I am probably
Okay. Wir sind uns alle einig, ich werde niemals herausfinden. Hallo. Mein Dumbass hat nicht herausgefunden. Naja. Bring mich raus, bitte. Danke! Das war exakt, wie ich geplant habe, rauszukommen, by the way. Als ob ich auch nur ansatzweise herausfinden würde, wie man aus diesen Dingen kommt. Well, what do you want to do? It worked. Very nice. Das macht 3, eigentlich 4 Tote. Das heißt, die anderen 3 Kills dürften wir jetzt in Updam bei Nacht finden. Wir wissen alle, was jetzt passiert, oder? Wir wissen es alle. Ich bin am Überlegen. Soll ich gleich Havoc mitnehmen? Das mit dem Gas ist erstmal eine gute Idee. Danke dafür. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich hatte den Gas-Typi da. Toxicased. Mit allem, was da drauf ist. Okay. Soll ich Havoc mitnehmen oder versuche ich Sneaky? Havoc, Sneaky, Nexus. Havoc, Sneaky, Nexus. Havoc, Sneaky, Nexus. Gib mir mal einen Würfel. Okay, Nexus. Der Würfel hat gesprochen. Fuck me. Aber ja, meine Frage von vorn, bevor ich von den beiden Turteltäubchen unterbrochen wurde. Gehen wir mal davon aus. Es ist die zweite Zahl gewesen, die ich im Kopf hatte. Mit den 700 Jahren. Und wir verlassen den Loop nach 700 Jahren. Oh, you want to grow a beard too? Sick of this stuff. No. Seeing you again. Talking. Face to face. As equals. We'll have plenty of time to catch up after I break this loop. And I hope you'll see that I'm doing this for you too. Just watch your step at the party cult. You're so close. Interesting. Kinesis mit Lufthalten ist auch OP. Good point. Good point, actually, yeah. Interesting. Wir nehmen die andere Tür. Ich liebe Nexus, by the way. Well then. One final encounter.
It is killing the invader, or I'm limiting this game's bandwidth. Not joking. I am so sick of it. Größter Flaw im gesamten Spiel, dass man keine Timeout-Loops haben kann. Ein Loop mit Invasion, ein Loop ohne. Nicht schwer zu implementieren. Keine Implementierung in diesem Spiel. Wenn das jetzt eine Fehlschlägt, wird das Spiel kein Internet mehr bekommen. Wir gehen mal außen rum. Frank tot. Yep. Gentlemen. Das war nicht die Taste, die ich drücken wollte. H und J sind nah aneinander. Sorry. Anna, stell dich da hin und geh ab. Jungs, was ist los? Was hat er denn, der Olaf? Stell dich da hin und geh auf. Ich wollte eigentlich, dass du... You know what? Steht gut. Steht gut. Wir werden jetzt die Game Mechanics ein bisschen ausnutzen. Und zwar, wenn der NPC uns sieht, also er hat oben rot, sieht der Invader uns. Heißt, wir lassen uns jetzt so von diesen kleinen Ads da drüben sehen und hoffen, dass der Invader greedy ist und kommt zu uns. Und jetzt kommt der Invader. Hoffe ich. Ich könnte Minen platzieren, aber ich wüsste nicht wo. Wir können auch versuchen, hier draußen Chokepoints zu machen. You know, actually, keine so schlechte Idee mit dem Chokepoint. Der Chokepoint wurde gerade in eine Richtung. Aber wir alle wissen, was es heißt, wenn die Tür zugeht. Die NPCs aktivieren das nicht. Ich hoffe nur, es ist nicht wieder ein Havoc-Bulwark-Spieler. In which case, we are slightly fucked. Gonna be honest here.
Habt ihr Bock? Serious? Holy shit, ich hab mir ausgehört, als ich dachte. Invader! Gehen die Türen doch zu, wenn sie von NPCs gesehen werden? Hm, dachte ich eigentlich nicht. Was ist los mit dem? Hat er irgendwie oben in seiner Hut stehen? Alarm, Alarm, er wird wahrscheinlich Party Crash ausführen. Is that a thing? Oder wartet er am Signalturm? Could also be? Could also be. Beep? Was hat gerade Beep gemacht? Ah, das. Kämpft wahrscheinlich in Wiss. Yep. Deswegen bleibe ich auch mehrfach stehen und gucke einfach nur still in die Landschaft rein, weil du bist unsichtbar, aber nicht komplett. Night. Ich meine, nach so viel painful Überstunden, die er mir gegeben hat, ich weiß, ich gruppiere gerade alle Invader im gesamten Spiel als der Invader, aber ne? Ich gebe ein dickes Thumbs up, ne? Plus 1 auf Yelp. Oder wie immer die Seite heißt. Let's make this more hellhole for him than for me. Ich habe ein Geräusch von der anderen Seite meines Headsets gehört, das ich nicht einrichten konnte. Er sniped immer noch. Surprise. Warum ausgerechnet in den zwei Tageszeiten, wo es am wichtigsten ist, dass ich nicht invaded werde?
So anyways, da das jetzt vorüber ist, Fakt ist, mehr als zweimal darf er nicht invaden. Also, das hat das Spiel im Tutorial gesagt, mehr als zweimal geht nicht. Und, ups. Zweimal in derselben Tageszeit sowieso nicht. Und das war der literally größte Fail, den ich mir erlauben können. Amazing. Aren't I? Ja, das zählt auch für mich. War ja nicht, ja. So, Quizfrage. Sneaky oder... Umpf. Sneaky oder... Umpf. Ja, komm, lass mal sneaky. Benji? Fragezeichen. Wenn die Sachen, die wir gelesen haben, in ihrem Büro richtig sind, ist das die Original-Benji? Weil alle Klone von ihr verschwinden. Am Abend. Und übrigens sehr freundlich vom Spiel, mir Questmarker auf die zwei einzigen Ziele zu setzen, die mich in dem gesamten Bereich hier interessieren. Danke! Jetzt hätte ich gerne Karnesis. Imagine. Nexus in die Mitte rein. Alle weg. I mean, come on. Das ist nicht go the fuck away, mein Junge. Schießt das Ding kaputt. Schade, ich habe ihn nicht mehr getroffen.